Falke überhaupt richtig? Weiß es gar nicht. Ja, ungefähr. Ungefähr ist gut. Ja, hast du verklappt. Du Kinder. Müssen wir. Ja. Ja, müssen hier lang, ne? Nee. Nicht? Oh. Nee. Dachte, wir müssen hier wieder durch. Okay, alles klar. Komm ich hier? Ja, komm hier. Boah, ich will immer mit WASD steuern, statt mit der Maus. Wärmer? Hier rum, wa? Irgendwie? Weil ihr meinetwegen so viel geheult habt. Ach, hier oben. Ich hab mein Leben genauso gelebt, wie ich es wollte. Selbst wenn. Nein, gerade wenn mir alle davon abgeraten haben. Regeln sind für Weicheier. Hab ich mir gerade ausgedacht. Der Tod kann meinen brillanten Geist nicht stoppen. So. Hallo? Nimm die. Nimm doch die Leiter. Okay, komm grad gar nicht mehr klar. Echt jetzt? Okay, nochmal langsam. So, hier, da Leiter nehmen. So. Gut. Ist heute zu spät. Ich, ja. Na, Alter. Aber es fehlt noch der letzte Schliff, meinst du nicht? Nee, ich konnte mich nicht zwischen rechtschaffenden Flammen des Zorns und total kranken Gefahrenbögen elektrischer Badässigkeit entscheiden. Ich überlasse dir die Entscheidung, Kammerjäger. So, ganz vorsichtig. Oh, Alter. Sag mal, wie schnell ist die Frau? Tja. Was ist denn hier los? Mit ihr Schmiedbeinchen, ja? Ja, echt mal. Also, Land ist cool. Ja. Du hast jetzt die Wahl, also entweder kannst du das den Parcours hier mit Flammen bestücken oder mit Strom. Mit Flammen oder mit Strom? Flammen ist gut gegen Fleisch eventuell, Strom ist gut gegen Schilde. Ja, das ist nur optisch, also. Achso, ist nur optisch. Mhm. Ja, dann nehmen wir Strom. Weil Flammen haben wir ja schon bei uns. Na denn? Nimm! Mensch, das sieht echt klasse aus! Jetzt ist Zeit für die Feuertaufe! Zeig mir einen dieser Outrunner-Boost-Sprünge über dieses Kampf. Mach viel Spaß! Wir müssen mal beide rein. Mhm. Ich bin begeistert. Gut. Yay. So, das war's? Mehr nicht, oder? Jo. Okay. Das muss man immer auch sehr eng, glaube ich. Okay. Das heißt wieder die Leiter, Treppen. Meine Lieblingsleiter. Na, du jetzt aber auch ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin nicht einmal runtergefallen. Was ist da los? Natürlich, natürlich. Heiliger Scheiß am Stiel, das war abgefahren. Scooter wäre so glücklich, wenn er diese Badässerigkeit hätte sehen können. Du hast deinen Wunsch erfüllt. Danke, KJ. Ich weiß, dass nicht jeder mit Scooter klarkam, aber er war ein guter Kerl. Und sowas ist auf Pandora extrem selten. Es hätte Scooter viel bedeutet, dass du all diese Dinge für ihn getan hast. Mir bedeutet es viel. Danke, Kammerjäger. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Zu meinen allerletzten, abschließendsten Worten. Ich möchte nur sagen, danke. Ich wollte immer ein Kammerjäger werden, hatte aber nie das Zeug dazu. Ihr habt mich in eure Familie aufgenommen. Und da wir jetzt alle eine Familie sind,
müsst ihr auf meine Mädchen Ellie und Moxie aufpassen. Natürlich. Okay. Und was mich angeht, ich muss in den Himmel düsen. Mach's gut, Scooter. Ja. Cool. Und dann. Wuhu. Shit! Ach so. Mhm. Ja, das, ich glaube, das war's. Bis auf das. Ab in eure Höhle, wo ihr rausgekrochen seid. Und nicht noch. Tja. Ja, ja. So ist das. Ah. Habt ihr gewusst, dass ich irgendwas gehört habe? Sehr schön. Das hat sie doch glatt zerteilt. Meine Güte. Da haben wir hier noch ein paar brennende Leichen, das ist auch gut. Das ist irgendwie random aufzusaugen. Also von mir aus können wir. Ist gut. Von mir aus auch. Immer wieder die gleiche Scheiße. Was ist denn hier los? Oh, eine Aufgabe? Ach ja. Eine neue Quest. Sag mal, wie schnell ist denn die Dicke? Was machst du denn jetzt schon wieder hier? Wie? Wie geht das? Oh, stimmt, jetzt bin die Gonzales hierher gekommen. Ja, garantiert darauf. Der Maus hier retten. Okay, das wäre bestimmt auch. Das wäre bestimmt auch ein Bild für die Götter. Also liebe Publisher, wenn ihr mal was Lustiges machen wollt, lasst mal Ellie auf Speedy reiten. Okay. Hey, pass da draußen auf dich auf, Kammerjäger. Jo. Und wer weiß, wenn diese ganze Banditenkönigssache nicht klappt, versuche ich es vielleicht nochmal mit der Kammerjagd. Hey, Kammerjäger, ich hätte da noch eine Bitte. Ich brauche Tipps, wie ich zum besten Banditenkönig werde. Schauen wir mal, ob jemand ein paar Ratschläge für mich hat. Fang am besten mit Moxie an. Sie hat viel Erfahrung mit Banditenclans. Ja, das ist gut. Zu Moxie gerne. Moxie, du Stück! Moxie, komm mal her, ich hab ne Frage an dich. Bleib mal genau Moxie, so stehen. Mein Mädchen! Was, dein Mädchen? Kannst du mir sagen, wie man einen Banditenclan anführt? Sicher, Schatz. Du musst wissen, wann du Süßhals raspeln solltest. Und wann du jemandem ohne zu zögern die Kehle durchschneiden solltest. Na, das wurde aber ruckzuck finster. Also muss ich ein sadistischer Psychopath sein. Kapiert. Das war... mal was. Danke. Immer gern, Schätzchen. Wieso schaust du nicht später vorbei und Moxie gibt dir einen Drink aus? Ja. Pff, klar, das mache ich auf jeden Fall. Mädchen? Okay, das war interessant und nicht gerade hilfreich. Vielleicht hat Ellie einen Rat für mich. Sag mal, Frau, Frau, was ist denn los mit dir? Seit wann nennst du alle Schätzchen? Okay, ciao. Ellie, meine lieblingsdicke Sumse. Ellie, komm mal her. Umwerfend wild und sexy wie keine andere. So wie immer. Oh, jo. Ellie, du bist einfach zauberhaft. Darum.
Darauf kannst du einen lassen. Aber von so einem gut aussehenden kleinen Mann wie dir hört man das doch immer wieder gern. Zwinker. Hast du gerade über Äpfel zugezwinkert? Okay, egal. Du warst doch mal in einem Banditenclan, die oder? Die Blume hier auf der Tasche. Welchen Ratschlag würdest du einem aufstrebenden Banditenkönig geben? Banditen respektieren nur Kugeln und Killer. Und es hilft okay. immer, wenn du unglaublich gut aussiehst, was du tust. Ach, schön. Zwinker. Cool, ha, du hast wieder in diesem Ding gezwinkert. Alles klar, das genügt mir fürs Erste. Danke, Ellie. Jederzeit, du muskulöser kleiner Schnuckiputz. Banditen geht es doch um die Freiheit. Klar, wir leben in einem Kriegsgebiet, aber töten kann doch nicht alles sein. Oder doch? Brick ist der Anführer des Labs, ja? Vielleicht kann er helfen. Habe ich mir schon fast gedacht. Als letztes fragt er dann wahrscheinlich noch Markus oder sowas. Ja. Na, what's up? Oder Claptrap, oh mein Gott. Hey. Brick, du alter Dingsbums. Du hast doch viel Erfahrung als Anführer eines Banditenclans. Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Aber klar. Wir haben dein Sprichwort bei den Slabs. Unseren Leitspruch, wenn du so willst. Immer feste drauf. Vielleicht sonst noch was? Nein, das war's. Okay, tolles Gespräch. Wie steht's Mittwoch mit Bloodball? Yep. Nicht gerade der nützlichste Ratschlag, aber ich schätze, er liegt nicht ganz falsch. Hatte Markus nicht früher seine Art Banditenkult? Vielleicht hat er ein paar Tipps für mich. Ich wusste es. Und als letztes kommt dann noch Claptrap. Dennis ist halt komplett verwirrt. Lass mich mal überlegen. Oh mein Gott. So. Ich bin echt gespannt, welcher Trottel den Planeten als nächstes erobern will. Wieso? Krieg ist gut fürs Vor einiger Zeit wurde ich aus Versehen von einem Kult zum Objekt seiner Anbetung erkoren. Und es war echt super. Sie haben mir Geld und Waffen gegeben, einfach alles. Aber das Beste daran war, dass sie immer kurz darauf gestorben sind. Also war ich ihnen nichts schuldig. Die Moral lautet, es macht nichts, wenn alle sterben, solange finanziell was dabei rausspringt. Ja, aber ihnen war es mir klar. Geld ist cool. Ciao. Also das war ja wohl ein furchtbarer Tipp. Mir ist klar, dass uns langsam die Optionen ausgehen, aber schauen wir mal, ob Claptrap was dazu zu sagen hat. Ich wusste es. Ich werde das bestimmt bereuen, aber... Wirst du. Du bist doch schon sehr lange auf Pandora. Hast du einen Tipp für einen neuen Banditenanführer hier? Ich? Oh, okay. Ich hatte mit irgendeinem sinnlosen Endlosmonolog gerechnet. Ja. So ist, bist du hier genau richtig. Da haben wir den Salat. Banditen sind abergläubische Idioten. Ich würde empfehlen, dass du dir gottgleiche Macht aneignest. Legenden zufolge gibt es einen geheimen Hexenzirkel tief unter dem... Nein, das war's. Warte, ich bin noch nicht fertig. Du brauchst dir nur 17 Lapis Lazuli, 3 Skates deiner Feinde und... Nein. Mach's gut, Claptrap. Es war so klar. Lapis Lazuli, Ja, so. Und zum Anspielung an Minecraft war? Ach so. Könnte eventuell sein, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was Skypes kriegt man doch gar nicht bei. Naja. Ja. Man muss wohl seine eigene Banditenwahrheit finden. Vielleicht benötige ich selbst eine Aufnahmeprüfung. Zeit herauszufinden, wer Vaughn wirklich ist. Oh, das gefällt mir. Eine Pilgerfahrt auf Pandora. Aber Sekunde. Ohne mein Artefakt der Macht kann ich nicht auf Pilgerfahrt gehen. Ich habe so viel was verloren, was wir rausgeworfen haben. Könntest du es für mich finden? Könnt ihr nicht mal eure Ärsche selber bewegen, sagt man? Was ist denn los hier? Ich glaube, in dem Fall können wir mal schnell reisen. Gerne, ja. Ich weiß noch ungefähr, wo es liegt. Sein Artefakt der Macht. Aber ja.
Ne, Judith, wie findest du das Spiel? Oh, es ist hässlich. Okay. Dieses Artefakt war die Quelle all meiner Macht. Deshalb sind meine Aufnahmeprüfungen so in die Hose gegangen. Natürlich! Mhm. So, so. Sehr, ja, na klar, ist dein Spiel, aber... war der erste. Ja gut. Oh, nee, doch, da. Ciao. Oh, hier ist ein Kopf. Hm, okay. Stimmt, ich hab auch noch. Ich hab auch noch irgendeinen Skin. Kopfloser Badass. Wo ist er? Okay, dann bekämpft ihr euch mal. Waren wir hier? Okay, den Kopf habe ich bereits freigeschaltet. Okay. Hier! Ja, lass mich erstmal durch, ich brauche hier was. So. Das ist eine gute Idee. Seid ruhig. Ja, echt mal, was ist denn hier los mit dir? Wer ist der Nächste? So. Sehr schön. Hier ist doch noch einer, da! Ach, klar. So geht's. Yep, sehr gut. Dann, okay. Achso, da steht einfach nur so. So, dann die blöden Sniper. So. Mhm. Sniper down, Sniper down! Oh. Was, ein Sniper? Okay. Yep. So, nächster Sniper down. Warte mal. So, nächster Sniper down. Dich kriegen wir wieder hin. Ja, alles kein Problem. Alles kein Problem. Sehr schön. Was ist denn mit denen da unten los, sag mal? Oh. So. Hier drüben also haben sie ordentlich was fallen lassen. Oh, hier. Oh. Was liegt denn hier? Bestimmt was Gutes. Ja. Was Buntes? Oh. Was Regenbogenartiges. Oh. Ja. Das ist ein ganz Besonderes. Meins. Ja, probier's ein bisschen mal aus, bevor du rauskriegst, was du kannst. Mach ich gleich. So, Moment. Ja, der erstmal die Anpassung habe ich freigeschaltet. So, welche waren das? War die hier? Nein, nee, das war die nicht. Mal gucken, wo ist sie denn? Ja, die hier, ne? Ich sehe es von hier aus nicht. Die war das. Ja, ich gucke hier gerade nach. Immer startet das. Die hier? War die hier? Nein, das ist nicht. Ich sehe es auch gerade. So. Beim Sie bekommt man ziemlich selten. Dann müsste die hier. Dann müsste die hier sein. Juck, ist es. Oh, die. Die explodiert irgendwie. Ja, was, guck mal auf die Munitionsanzeige. Oh nein, die droppt nach. Wie geil. Ja, okay, die, das ist nice. Die lädt sich automatisch wieder nach. Ja. Das ist natürlich sehr gut. Oh. Und das Nachladen ist auch sehr schön. Sehr gut. Finde ich gut. So, hier ist das Artefakt der Macht. Einmal darfst du raten, was es ist. Ein Claptrap? Nein. Ja, das ist es! Oh, erste Klasse Hyperion Red Bar X2000 mit Quecksilberschleife und Anti-Ständerband! Bring sie zurück zu mir! Mhm. Nur Unterhose. Yay.
Naja, gut, hat er wenigstens einen zu wechseln, wenn Ellie mal in seine Buchse schlüpft. So. Jetzt ist er ja nicht raus. Ist aber auch gerade. Oh, ja, hier ist auch nicht besonders besser gewesen. Alles klar. Nee. Ach, hier. Erstmal den ganzen Parcours hier durchgesprungen. Hallo Kopf. Ich habe ein Medikit gefunden! Oh mein Gott. Ja. Ich weiß. Was ist das hier eigentlich? Call me Barbara, dear. Oh, ja. Nee, mach du mal. Du wirst wohl wählen müssen. Immer mit der Ruhe. Ja, echt mal. Richtig nicht auf. Stimmt's, Judith? Ja. Siehst du. So. Hey. So, Kollege. Hey, pass da draußen auf dich auf, Kammerjäger. Und wer weiß, wenn diese ganze Banditenkönigssache nicht klappt, versuche ich es vielleicht nochmal mit der Kammerjagd. Jetzt kann ich die Vorbereitung meiner Reise treffen. Ich werde draußen in diesem Ödland mich selbst finden. Mein wahres Selbst. Mein Banditenkönig selbst. Mit meiner Hyperion Redbike 2000 bin ich bereit. Drück mir die Daumen, dass ich da draußen nicht auf die grauenvollste Weise krepiere, die man sich ausmalen kann. Natürlich. Ich wette, Judith findet's auch total... Oh, es ist herrlich. Herrlich, ja. Da hinten leuchtet was Grünes. Munition! Moment mal, Munition. Ja. Ich glaube, das war's erstmal. Okay. Sehr gut. Das letzte ist das Monster. Ja, ja. Und das könnten wir ja noch ein anderes machen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, springen wir nochmal zu der fremdflirtenden Moxie runter. Okay. Wir brauchen noch eine Abschiedsklausel von Judith. Fällt mir gerade ein. Gut, alle Klärchen. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei und ich hoffe, euch hat auch das DLC gefallen. Und hier, guck mal, Philipp guckt gleich wieder auf Moxies Po. Na klar. Was ist denn da los? Gut, alle Klärchen. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ich wollte auch immer schon Junpei 7 sehen. Ein Planet, den vor allem Meeresjäger kennen. Da lauern grässliche Monster in der Tiefe bereit zum Angriff. Oh, was für ein Spaß. Ja. Halt doch die Klappe. Okay. Aue. Das ist gut. Aue. Das ist cool, ich mag die Waffe.